Laden tut es jetzt ungewöhnlich schnell. Das war bis gestern noch nicht so. Gut, jetzt hat es schon aufgehört. Ja, wir spielen das Tutorial. Jetzt hat das Laden schon etwas länger. Eben wie schon gesagt, es ist mein siebter Versuch, es aufzunehmen. Ich hoffe, jetzt gelingt es endlich einmal. Denn ich möchte nicht immer von vorne beginnen, sondern mal das Ganze durchziehen. Sonst komme ich ja nirgends hin. Und irgendwann sollte man ja anfangen. Na los, lade. Momentan sind die Server ein bisschen überanstrengt, aber... Ja, verarsch mich! Jetzt gehen die Prozente zurück. Das Ding will mich verarschen. Ja, schon klar, ne? Springt's dann wieder zurück? Würde mich nicht verwundern. Los, du schaffst es, nein! Alter, da läuft schon das Filmchen. Und die hat's noch nicht geladen. Hallo? They became known for their accomplishments. If the Osira forged an army, they called it... Alter! Skyhammer. Andre Toren, Hauptmann der dritten Himmelshammer-Einheit. Tut mir leid, dass ihr jetzt das Anfangsvideo sozusagen nicht komplett gesehen habt. Aber es ist nur das Tutorial, ist nicht so schlimm. Sie sind da nur hingeritten und dann hat man erzählt, es ist unwichtig, spielt keine Rolle. Ja, mach ich, los. Schneller, schneller, schneller. Die Bewegungen sind gut, aber das Ganze geht auch schneller. Los, los, los. Okay. Ja, meine lieben Leute, der Leutnant sind natürlich wir. Ja, mit WASD kann ich mich bewegen, wie in jedem anderen Online-Rollenspiel, so ziemlich üblich. Ich klicke hier die Infosachen gleich weg, weil ich kenn's schon. Und ja, die gehen einen mit der Zeit auf den Sack. Today marks the start of our combat training. Natürlich. This is our training target. Pay attention to our lieutenant's death. Der wehrt sich aber nicht. Ich werde gezwungen, eine unschuldige Puppe anzugreifen. Und dann sieht man nicht mal, wie ihn angreift. Das ist toll gemacht. Klatsch, 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 klatsch. Thank you, Lieutenant. Well done. Wie immer. We Osira are born with an innate ability to communicate with all other creatures that are of dragon descent and even ally with them, but from the looks of it, none of you can handle a dragon kin properly. The lieutenant will demonstrate proper technique. Lieutenant, you'll do the honors. Irgendwie ist die Sprache noch ein bisschen leise zum Verhältnis zum anderen. Das werde ich dann, sobald das Tutorial durch ist, ändern. Aber für das Tutorial, denke ich, wird es schon noch gehen. Jetzt haben wir uns einen kleinen Drachen gerufen. Remember, no two dragonkin are alike. It's beneficial to find one that best suits you. I'll let you in on a little secret. Resting behind me is a legendary dragon called His Noble Deeds are too numerous to count. Okay. Alongside Sabosha, he had many victories. After being severely wounded, though, he returned. He is diminished, but his will is unmatched. We ensure his peaceful recovery here. Now then, on with the training. Is he under attack? Take the cadets back. Tell headquarters. Lieutenant, let's go find out what's going on. Ja, dann gehen wir hin. Move! Bisk is in trouble! None may pass without permission! Who are you? I'll cover this blow. Kill them all! No, schools. Der kann sich so geil switchen. Macht euch bereit zu sterben. Ich glaube, du bist der hier stirbt, nicht ich. Oder mein Big Boss.
greifen wir mal an. Es tut mir leid, wenn es laggt. Die Server sind, so viel wie mir ist, ein bisschen ausgelastet. Von dem her kann es passieren. Ah, ich habe ja noch einen Drachen zu rufen. Dann rufen wir dieses Ding doch. Der hilft uns garantiert weiter. Dann können wir ja jederzeit rufen und immer mit ihm gehen. Außer er kackt ab, dann hat er einen Cooldown. So wie ihr eine gewisse Zeit da oben habt, diesen Drachenkopf dort oben links. Wenn der runtergezählt ist, dann hat es Cooldown auf den Drachen beschwören. Da muss ich erstmal wieder warten, bevor ich mein kleines niedliches Katzi wieder rufen kann. Aber zuerst haben wir hier diese Banditen zu Brei. Oder Bezirkswache. Oder was sie jetzt auch sind. Spielt keine Rolle. Ist unwichtig. Wir machen sie ja sowieso kaputt. Ja, Raubplünder. Fetz ihn down. Mein kleiner Drache. Und jetzt? Misk? Er war doch mein Freund. So, you're the one who dares to interrupt my plan. What are you doing? I'm putting your crippled dragon to good use. He'll be devoured. Witness the true might of a black. Captain, they have us surrounded. There's no way out. I'll cover you. Get back to headquarters and warn the others. Gut, dann hauen wir Venda Zindrel aufs Maul. Und für das habe ich, glaube ich, eine ganz geile Attacke. Die hier. Jetzt kann ich so viel mir es eben ganz schnell angreifen. Wenn sie mich nicht zu Boden werfen würden. Diesen kleinen Mistdrachen. Und jetzt? Meld es! Oh nein! Toren! Nanu, dann bleibe eben nur noch ich übrig. Nein. Au. Das tat weh. Es war jetzt halt so gut. Jetzt können wir unsere Stadt auswählen. Zuerst habe ich immer in Silberna gestartet. Dort auch Gronk gestartet. Doch dann nehme ich extra ein anderes. Nämlich Helmut. Mal gucken, was dort passiert. Schon wieder haben wir so einen schönen Ladebildschirm, der uns vorhin nicht gerade den Anfang versaut hat. Das kann passieren. Ist ja auch noch eine Open Beta. Also ist noch nicht fertig, das Ding. Von dem her verzeih ich es Ihnen noch. Sonst hätte es mich dann ein bisschen, angepisst. Na los. Ich höre schon das Feuer raspeln im Hintergrund. Doch sehen tue ich noch ein Bild. Noch mehr nicht. 26%. Wer bietet mehr? Wow, jetzt kommt jedenfalls schon die Musik zurück. Tja. Ich will endlich loslegen. Aber es lässt mich nicht. Das finde ich ein... Schade. Na los. 27%. Gleich haben wir es geschafft. Wenn das so weitergeht, sind wir nicht erst morgen fertig, sondern erst übermorgen. 28%. Es wird ja immer wie schneller. 29. Ich mache mir schon fast Sorgen. Los. Es soll schneller laden. 30%. 31.
32. 33. Da geht noch mehr. 405, 6, 7, 8 und 100. Nun. Ja, ich verpflichtete. Kronos Phantom. Ja, jetzt habe ich auch das Video abgewürgt. Der wollte eigentlich, weiß auch nicht mehr was. Jedenfalls ist momentan läuft bei mir gerade alles falsch, es falsch laufen kann. Und dem hier kann lustig sein, aber kann auch stören. Erstmal da diese nervenden Hinweisfelder wegklicken. Und dann ja. Zombies greifen an. Und nicht mal aus dem Haus laufen kann man. Geile Waffe hast du da, mein Freund. Tja, dann hauen wir 6 Zombies platt. Weil ja. Die haben uns hier nichts zu sagen. Das ist unser Reich. Die sollen hier schön weggehen. Und du, ihr habt Level 2 erreicht. Gut, dann haben wir Level 2 erreicht. Das kann schon mal vorkommen, wenn man spielt. Mit C kann ich das machen. Okay, Moment. C. Was brauche ich? Stärke sicher. Konzentration brauche ich sicher auch. Kritischer Treffer ist immer gut. Intelligenz. Brauche ich dann auch und Charisma Drachen macht, brauche ich glaube ich, um Drachen zu zähmen oder besser einen seltener zu zähmen. Oh, dich habe ich hier gar nicht gesehen, mein Freund. Nun bist du auch weg. Also, einen Schlag von oben kann er noch nicht. Daran müssen wir noch arbeiten. Oh, sind das für hässliche Dinger, ey. Aber schon ein geiler Drache. Der alles kaputt macht. Corrupted dragons as well. If you want to live, focus on the venomous doom dragons first. They're attacking from above. Sie greifen von oben an. Aber so viel mehr stehen wir ja oben. Und nicht die da. Jetzt muss ich 3 dieser seltsamen Verdämmnisdrachen töten. In der Zwischenzeit ist der große Brummer noch da. Oh, ich sollte vielleicht aus dem Weg springen. Ja, ich kann mit Shift und einer Seitenbewegung kann ich hier aus dem Weg jumpen. Falls er mich angreifen möchte. Aber nur solange ich da den grünen Balken unter meiner Leben- und Mana-Liste habe und alles. Kann ich das machen? Also wenn man schon kann, dann sollte man das auch benutzen. Oder das wäre von Vorteil. Aber daran muss ich mich zuerst noch in einem solchen vollen Spiel daran gewöhnen. Das kenne ich noch nicht so ganz gut. Aber das sind wir schon an unserem letzten Teil. Ein Drachen, den ich hier besiegen muss. Den hauen wir doch schnell mal zu platt. Zur Matsche. Und schon wieder Stufe 3 erreicht. Erledigt riesen mutierten Himmelsdrache. Schade, er hat ja nicht mal Arme, sondern direkt Flügel. Aber es schaut trotzdem recht cool aus, finde ich jedenfalls. Aber ist ja alles Geschmackssache heutzutage. Ich finde die Stacheln da neben der Fresse so geil. Und auch die Schwanz und alles. Also den würde ich mir ziehen. Ihr habt echt die Combo-Skills gemeistert. Ja, das sehe ich auch.